Hallo und Servus zum Talk im Mautkeller auf Frankenfernsehen in Kooperation mit den Nürnberger Nachrichten. Heute wird es ein sportlicher Stammtisch und ich freue mich auf diese Gäste. Thomas Gretlein, Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FC Nürnberg. Der Clubchef steht immer im Kreuzfeuer, egal wie es um den FCN gerade steht. Wolfgang Gastner, Geschäftsführer der Nürnberg Ice Tigers. Er hat Eishockey im Blut und will die Tiger zum ersten Meistertitel führen. Wunschtraum oder doch irgendwann in Reichweite? Und an meiner Seite Co-Gastgeber Michael Husarek, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Ich spreche nur noch über Sport, er treibt zumindest noch Sport. Ich sage Hallo und Servus in die Runde. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Und Michael, ich würde für dich gerne mal die einleitende Frage stellen. Wie steht denn der Profisport in Nürnberg da aus deiner Sicht? Ja, da kann ich nur ambivalent antworten. Einerseits haben wir natürlich Erstligisten, zwei sitzen hier am Tisch mit den Ice Tigers und dem HC Erlangen, der nicht am Tisch sitzt, der in Nürnberg spielt. Wir haben den Zweitligisten beim 1. FC Nürnberg und den Basketballern. Ich würde mir mehr wünschen für die Sportstadt Nürnberg. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir auch 4 Erstligisten vertragen würden. Da kann der Herr Gretlein gleich Auskunft geben, warum das noch nicht der Fall ist und wann es dann der Fall sein wird. Ob die Stadt Nürnberg selber die Unterstützung für den Leistungssport ganz oben auf der Agenda hat, wage ich zu bezweifeln. Bin ich auch nicht so ganz traurig drüber, weil es einfach andere Themenfelder gibt. Ich glaube, um es abschließend zu beantworten, der Sport in Nürnberg hat es nicht immer leicht mit der Stadt, aber es sind schöne Perspektiven, über die wir heute auch hier bei dem Stammtisch reden wollen. Herr Gretler, dann spiele ich den Ball gleich mal rüber. Ist Nürnberg noch eine Sportstadt? Die wird ja viel zitiert, wenn Erfolge kommen, dann wird gefeiert. Aber ist es wirklich noch so? Ich muss erst den Herrn Husarek korrigieren. Auch wir haben einen Erstligisten. Oh, die Damenmannschaft habe ich unterschlagen. Also, die Damen sind ja in der ersten Liga, sind ja aufgestiegen. Also kann man 3 Erstligisten verzeichnen. Das ist immerhin schon mal was. Ja, wenn man sich anschaut, die Vielfalt der Sportarten in Nürnberg, dann kann man schon sagen, dass Nürnberg eine Sportstadt ist, weil erfolgreiche Eishockeymannschaften, nicht ganz unerfolgreiche Fußballspieler bei der männlichen, aber sehr erfolgreiche jetzt bei den Damen. Die Handballer aus der Nachbarschaft spielen ja eigentlich nur bei uns, sind erfolgreich. Die Falcons spielen erfolgreich. Also es ist schon eine Stadt, in der viel Sport geboten ist. Und man sieht ja auch, wir alle haben unsere Zuschauer. Es gibt eine große Resonanz. Wir nehmen uns nichts weg. Im Gegenteil, ich erlebe immer wieder, wenn die Ice Tigers unmittelbar nach uns spielen, dann gehen sehr viele direkt rüber, schlupfen noch schnell ins andere Trikot. Insofern würde ich schon sagen, die Metropolregion muss vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist das Einzugsgebiet schon sehr groß. Die Metropolregion ist schon sportaffin und sportbegeistert. Die Stadt trägt sicherlich ihren Beil dazu bei, hat natürlich auch, wie wir selber auch, finanzielle Restriktionen. Und insofern könnte man sich immer mehr wünschen, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Und insofern sind wir ganz zufrieden, so wie die Stadt das mit uns gemeinsam macht. Ich glaube, über Wünsche und Träume reden wir dann später auch noch, Thema Stadion. Ja, Wolfgang, wie schwer ist es dann für euch in der Sportstadt Nürnberg, sich als Eishockeyverein zu etablieren, seid ihr schon, aber auch zu positionieren? Ja, es ist nie einfach und es ist in den letzten 6 Jahren alles andere als einfach gewesen für den Nürnberg Ice Tigers. Aber ich stimme Thomas zu, wir sind eine Sportstadt. Wir haben im Prinzip aus allen Sportarten Profimannschaften am Start. Das ist nicht in jeder Stadt in Deutschland so. Deswegen sind wir eine Sportstadt Nürnberg. Und wir bei den Nürnberg Ice Tigers, wir sind Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey-Liga. Wir haben einen 100%igen Bekanntheitsgrad. Auch das Einzugsgebiet ist natürlich riesig. Der nächste DEL-Standort ist in Ingolstadt. Wir haben Neumarkt dabei, viele Oberpfälzer. Es kommen Dauerkartenbesitzer aus Coburg zu uns gefahren. Du hast Ansbach, Roth, Schwabach, im Prinzip alle viele Dauerkartenbesitzer in der Arena. Und wir müssen natürlich auch kämpfen, ist klar. Wir wollen auch nie Fußball sein. Wir können nicht Fußball sein. Der König Fußball ist allgegenwärtig in Deutschland. Aber was die Zahlen jetzt, die Media- und Zuschauerzahlen der letzten Saison wieder zeigen, wir sind jetzt wieder klar die stärkste Sportart nach Fußball in Deutschland. Da wurden wir doch immer gejagt von Basketball und von Handball. Und Gott sei Dank ist es so. Das ist auch ein gewisser Stolz, den man dann haben kann, dass Eishockey sich wieder so etabliert hat. Wir kämpfen weiter. Wir wollen wieder zurück in die Top 8. Das ist aber ein harter und schwieriger Weg. Und im Prinzip daran arbeiten wir und da wollen wir wieder hin.
Ich habe noch was Interessantes gelesen. Viele Vereine hatten ja Angst, dass nach Corona weniger Zuschauer kommen. Das ist zum Glück nicht so. Möchte jetzt aber den Bogen spannen zu Wünsche und Träume. Die Machbarkeitsstudie, Stadion, Umbau, Neubau, Sportcampus, alles wabert so rum. Stadtrat hat grünes Licht gegeben. Michael, was bedeutet das jetzt erstmal? 200 Millionen Euro stehen ja erstmal im Raum. Gut, das Geld, glaube ich, ist das allerletzte, über das verhandelt wird. Momentan ist es so, dass es ein einhelliges Votum vom Stadtrat gibt. Das ist sehr bemerkenswert. Es gab keine Gegenstimme. Alle Stadträte haben grünes Licht erteilt, im Sinne der Machbarkeitsstudie, jetzt weitere Vorarbeiten zu leisten. In dem Stadium bewegen wir uns. Das heißt, das Projekt hat eine sehr breite Basis innerhalb der Kommunalpolitik. Jetzt wird es darum gehen, diese Basis innerhalb der Bevölkerung zu hinterfragen. Das ist das erklärte Ziel der Stadtspitze. Ab September soll es eine Beteiligung geben. Da ist sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass die Mehrheit der Nürnbergerinnen und Nürnberger hinter den Plänen steht. Und dann kommen, glaube ich, die eigentlich kniffligen Fragen. Wer liefert tatsächlich welchen Anteil am Geld für dieses dann doch sehr große Projekt, das aus meiner Sicht niemals bei 200 Millionen Euro bleiben wird? Das ist eine Befürchtung, die ich hege, weil in der Regel Großprojekte immer teurer werden. Aber eins kann man jetzt schon sagen, das finde ich sehr bemerkenswert. Das Stadionprojekt ist deutlich, deutlich besser vorbereitet als ein anderes Großprojekt in Nürnberg. Das Nürnberger Opernhaus soll ja saniert werden. Da spricht man seit 20 Jahren drüber und es ist nichts bisher passiert, außer dass man einen Standort für ein Interim gefunden hat. Mein Eindruck, beim Stadion geht es voran und wir dürfen uns freuen, 2030, 31 auf ein Eröffnungsspiel gegen einen sehr prominenten Länderspielgegner. Der Club hat schon mal vorauseilend für 2029 angefragt. Ob das klappt, das kann nur der Herr Gretlein beantworten. Da bin ich skeptisch. Ja, fragen wir vielleicht gleich nach, wie viel Geld kann denn der Club beisteuern bei einem eventuellen Neubau, Umbau, Sportcampus? Naja, wir stehen jetzt natürlich finanziell nicht so gut da, aber wir stehen jetzt auch nicht mit ganz leeren Taschen da. Man könnte den Pfalzner Weiher beleihen, man könnte vielleicht auch ein, zwei Plätze verkaufen, je nachdem, wie der Kapitalbedarf dann sein wird und wie sich die Beteiligungsszenario, wie sich das darstellt. Der erste Schritt wird jetzt erstmal sein müssen, dass man klärt, welche gesellschaftsrechtliche Konstruktion soll es denn da geben. Die Stadt wird sich natürlich beteiligen, die will ja und soll ja auch weiter sozusagen die Hand auf dem Stadion haben. Und dann muss man sehen, wen wir gewinnen können. Wer sich dann wie viel beteiligt, und da müssen wir in unseren Taschen kratzen und schauen, was wir zusammenkriegen. Die Pläne sind groß, ehrgeizig. Wolfgang, ihr werdet mit Teil eines Sportcampus. Wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Ihr habt ja jetzt gerade auch die Arena. Braucht man da was Neues? Unbedingt. Ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass wenn du natürlich lange Zeit nichts investierst in so eine Halle, wie die Arena Nürnberger Versicherung. Die ist jetzt 22 Jahre alt. Es wurde einmal, wurden die VIP-Räumlichkeiten umgebaut. Ansonsten ist sie eben 22 Jahre alt. Und man ist irgendwann über kurz oder lang nicht mehr wettbewerbsfähig im Eishockey mit dieser Halle in Nürnberg. Und ich glaube auch, dass die Metropolregion eine große Multifunktionsarena ab kann. Also ich glaube auch, dass mehr Zuschauer in so einer Halle, in einer bequemen Halle, in einer nicht sichtbehinderten Halle, dass da der Zuspruch auch da ist, dass mehr Leute kommen, ob zu Konzerten, zum Eishockey oder am Ende auch zum Handball. Welche Größenordnung wäre das dann? Ich glaube, dass 10.000 oder 12.000 auch in Nürnberg funktionieren würde mit der Metropolregion. Weil man darf nie vergessen, es wurde 2001 eine Arena eröffnet, eben mit wirklich zahlreichen sichtbehinderten Plätzen. Es waren bauliche Mängel, weil der Zeitdruck da war, um für die Weltmeisterschaft diese Arena zu eröffnen. Und damit müssen wir einfach leben, da können wir jetzt nichts ändern. Es ist ein Umbau ist nicht möglich, wäre zeitlich gar nicht möglich, weil es würde nur zwischen Mai und Juli gehen und in 90 Tagen wird keiner an Oberrang weiter auseinandersetzen und wieder ein neues Dach draufsetzen. Es geht nicht, wir müssen damit leben. Und das ist auch okay so. Aber wenn ich natürlich am Ende ein Licht am Ende des Tunnels haben kann, mit einer neuen Halle und kann was ganz Neues bieten, auch für die Zuschauer, für die Region und fürs Eishockey und für die Liga, dann wäre das schon ein Schub, der sicherlich auch bei Unternehmen Einklang findet. VIP-Suiten 360 Grad,
Man sieht es in allen anderen Standorten, wo natürlich State-of-the-art VIP-Suiten angeboten werden und vermarktet werden. Da gibt es Wartelisten von Unternehmen. Das habe ich jetzt in Nürnberg nicht. Und es sind einfach 22 Jahre alte VIP-Logen. Und das alles, glaube ich, dass das schon möglich wäre. Genauso energetisch ein Riesenthema. Auch da ist das Ding halt über 20 Jahre alt. Wir haben unglaublichen Stromverbrauch und Gasverbrauch. Logischerweise die Kühlung. Jetzt habe ich nicht einmal ganz Jahreseis, sondern auch ja nur zwischen August und April. Auch da gibt es Möglichkeiten, da bin ich nicht der Experte, aber in den vielen Gesprächen in dieser Machbarkeitsstudie habe ich ja natürlich mit vielen auch Experten darüber gesprochen, es gibt schon Möglichkeiten mit PV, mit flüssigem Wasserstoff eventuell etc. pp., um vielleicht sogar energetisch unabhängig vom Netz zu sein, CO2-neutral, ganz wichtige Themen in der heutigen Zeit. Also glaube ich, kann man gar nicht dagegen sein, um Millionen von Kilowattstunden, die jetzt gezogen werden müssen, eben nicht mehr zu haben. Also die Energie ist das eine und zum anderen auch die Masse an Eisflächen. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Eiszeitknappheit. Wir haben 2/1 Eisflächen in der Halle und du bräuchtest also Minimum 3,5, dass du alles bewerkstelligen kannst. Der Nachwuchs leidet mit zu wenig Eiszeiten, was sich dann wieder auf uns auswirkt. Hat der Nachwuchs zu wenig Eiszeiten, bekommt er in dem sogenannten Sterneprogramm des Deutschen Eishockeybundes weniger Sterne. Die Eistigers müssten wieder mehr für andere Nachwuchsmannschaften oder für den Deutschen Eishockeybund bezahlen. Das ist ein Teufelskreis. Und sowas wäre halt gut, wenn sich das ändern würde. Letztens mit einem finnischen Kollegen gesprochen, der sagt, in Finnland kommen auf 20.000 Einwohner, kommt eine Eisfläche. Und hier haben wir 2/1 Eisflächen auch in der Metropolregion für 1,2 Millionen Einwohner. Das ist der Unterschied. Deswegen sind die Finnen auch mit unter nicht so schlecht. Qualitativ sehr gute Eishockeyspieler, weil die Übung macht den Meister. So ist es. Viel Eiszeit ist wichtig. Ich glaube, das sind die Punkte, die auch fürs neue Stadion sprechen würde. Vermarktung. Jetzt bin ich natürlich ganz frech. Dann muss natürlich der Sport auch stimmen. Wenn man jetzt mal auf die letzte Saison blickt, eher Zittern angesagt, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Man braucht ein wettbewerbsfähiges Stadion, um auch da vielleicht nicht erstklassig zu denken, aber zumindest die Möglichkeiten zu haben. Das ist sicherlich richtig, dass das Stadion in seiner jetzigen Beschaffenheit uns in vielen Dingen restringiert und wir finanziell auch gegenüber fast allen Zweitligisten ins Nachtreffen geraten. Also wir haben die zweitwenigsten VIP-Plätze in der zweiten Liga, das muss man sich mal vor Augen führen. Ich glaube, nur Sandhausen hat weniger VIP-Plätze als wir. St. Pauli erlöst allein daraus 5 Millionen im Jahr mehr als wir. Und natürlich garantiert das Geld keinen sportlichen Erfolg, aber mit wenig Geld ist es halt dann schwierig, den sportlichen Erfolg zu erzielen und zu erreichen. Und im Fußball wissen wir auch, man sagt immer, Geld schießt keine Tore, aber on the long run, ja, nehmen wir mal Hertha jetzt vielleicht raus, on the long run schießt Geld natürlich Tore. Aber was ich noch anmerken wollte, ist, das Stadion ist sicherlich das Herzstück dieser Machbarkeitsstudie, aber die Machbarkeitsstudie hat ja ein gesamtes Areal bewertet. Deswegen ist ja auch die Arena da und es soll ja noch ein Leichtathletikstadion oder ein kleines, zur Leichtathletik fähiges Stadion entstehen und noch etliche andere Punkte. Und ich fand das interessant. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich die Studie angeguckt haben. Wenn man sie sich detailliert ansieht, dann sieht man, dass das ja dann eine Bewertungsmatrix gibt, die dann diese Punktzahl ergeben hat. Und der Sport hat nur 20 von 100 Punkten in dieser Bewertungsmatrix. Und davon hat der Profisport nur 10 von den 20 Punkten. Also wenn man jetzt sagt, das ist das Stadion für den Profisport, dann glaube ich, verkürzt man das sehr. Natürlich wäre uns das wichtig und wollen wir das haben. Aber Wolfgang hat es gerade angesprochen, der ökologische Aspekt spielt eine große Rolle. Das sind 25 von den 100 Punkten, die da möglich wären. Der ökonomische Faktor hat auch nochmal 25 Punkte. Und dann spielen noch gesellschaftliche Relevanz und ein paar andere Dinge eine Rolle. Aber wir sehen eben eigentlich 50% dieser Punktmatrix ergeben sich aus Ökologie und Ökonomie. Und insofern spricht sozusagen außer den Bedürfnis von den Eistigern und natürlich auch von uns, dass wir in modernen Stadien und in modernen Sportstätten spielen, auch das eine Rolle.
Und es wäre sicherlich für die Stadt eine Stadtteilentwicklung. Und das Herzstück wäre das Stadion. Und deswegen können wir das auch, glaube ich, guten Mutes der Stadtgesellschaft gegenüber vertreten, dass wir jetzt nach der Clubvilla Stadion, und sondern dass wir eben sagen, hier ist etwas, wovon die Stadt insgesamt partizipieren wird. Würde ich gerne einmal nachhaken, Herr Gretlein. Die Clubsprecherin Katharina Fritsch sprach kürzlich mal vom nachhaltigsten Stadion der Welt, das in Nürnberg entstehen soll. Jetzt sind wir Franken ja mit Superlativen eher vorsichtig. Das ist jetzt mal einer, der da im Raum steht. Was heißt das? Wie kann ich mir ein nachhaltiges Stadion vorstellen? Ja, also da gibt es jetzt Überlegungen, übrigens auch bei der Produktion von Eis entsteht ja Wärme. Wir brauchen zum Beispiel eine Rasenheizung. Die Wärme, die für die Produktion für das Eisstadion, die sollte abgeleitet werden. Die Nürnberg-Messe ist sehr innovativ, was nachhaltige Energiewirtschaft bedeutet. Die könnten mit uns da kooperieren. Das Stadion würde sicherlich auch Solarmodule haben, sodass man eben sagen kann, dieser ökologische Aspekt, der würde bei den Details, die dann natürlich zu planen sind, eine ganz erhebliche Rolle spielen. Und es wäre in der Tat, es gibt in England ein Stadion, das aus Holzbau ist und so weiter, aber das ist ein bisschen kleiner, das wir vielleicht nicht erreichen werden. Aber das wäre sicherlich dann eins der ökologisch modernsten Stadien, jedenfalls Deutschlands, vielleicht sogar Europas. Club in der Champions League, beim Stadionbau immerhin. Immerhin. Ich habe schon gesagt, Leuchtturmprojekt auch in Deutschland oder vielleicht europaweit. Ich möchte das Thema Stadion ein bisschen abschließen. Wir haben noch andere Themen, die wir besprechen wollen, weil jeder Gast darf ja wie immer ein Thema mitbringen. Wolfgang schaut schon ganz, ganz ängstlich. Du darfst heute anfangen. Schmeiß dein Thema rein, wir reden drüber. Ist ein Thema, ich habe es mir jetzt eben kurz vor unserem Start erst überlegt, weil ich es tatsächlich vergessen habe vorzubereiten. Aber es ist ein Thema im Eishockey, wofür ich gern kritisiert werde, dass ich da immer den Mund aufmache, aber es ist tatsächlich dieser Auf- und Abstieg. Und der Auf- und Abstieg ist ein Problem im Eishockey zumindest. Ich versuche nochmal zu erklären, warum ich überhaupt gegen diesen aktuellen, die Situation, wie wir sie jetzt haben im Vertrag mit der DEL und der DEL2, warum ich gegen diesen Auf- und Abstieg bin. Ich habe de facto nichts gegen Auf- und Abstieg. Wenn jeder auf- und absteigen kann, habe ich nichts dagegen. Dann wäre ich auch dafür. Aber ich bin klar dagegen, dass du in einem System, das jahrelang funktioniert hat, im Eishockey. Und in Deutschland ist das immer schwierig zu erklären, weil in allen Ligen auf- und abgestiegen wird, außer eben im Eishockey. Jetzt ist es so, dass das ja nur knapp eine Handvoll Mannschaften kann überhaupt aufsteigen, finanziell aufsteigen, kann und will überhaupt aufsteigen. Wir haben jetzt auch Riesenthematik in der Oberliga und in der zweiten Liga, und es ist halt kein klarer Auf- und Abstieg. Wenn das so wäre, dass Kaufbeuren wird in der zweiten Liga Meister und ist jetzt in der DEL meinetwegen nur ein Jahr, so wie es mit der Spielvereinigung Greuther Fürth war. Die genießen dieses eine Jahr in der ersten Liga. Es war mehr oder weniger irgendwann klar. Aber wenn es so wäre, dann kann ich damit gut leben. Aber dann habe ich als Abstieger auch wieder direkt die Möglichkeit aufzusteigen. Jetzt läuft dieser Vertrag 2026 meines Wissens aus. Ich hoffe nicht, dass er verlängert wird und dass die Mehrheit meiner Kollegen auch dagegen sind. Es war eben so, die Mehrheit war dafür damals. Manche haben auch einen Fehler gemacht, das haben sie zugegeben, weil man eben dann gemerkt hat, man hat da schon die Hosen voll während einer Saison. Und da gibt's Standorte wie zum Beispiel Berlin, die können mir erzählen, was sie wollen, aber die haben auch die Hosen voll gehabt im letzten Jahr, dass sie nicht absteigen in die zweite Liga, weil dann glaube ich, dass der Standort Berlin ein Riesenproblem hat in der zweiten Liga. Und dass da dann ein Besitzer sagt, du, die zweite Liga interessiert mich nicht, ich werde es finanziell nicht mehr unterstützen. Und so wäre es auch in Nürnberg. Jetzt würden wir ein Jahr oder im letzten Jahr dieses Vertrages absteigen, komme ich nie mehr zurück in die erste Liga, ich habe keine Chance mehr. Also ist es kein Auf- und Abstieg, wie man ihn kennt. Es ist eine Mogelpackung, fertig. Und deswegen bin ich dagegen, weil viele eben sagen, warum bist du da dagegen? Dann spielt jeder um die goldene Ananas. Ja, das mag schon sein, aber es macht jetzt keinen Sinn. Und dann habe ich so Kasperles Theater wie mit Augsburg letztes Jahr. Ich bin super froh, dass Augsburg in der Liga bleibt. Ich habe klasse Kontakt mit den Augsburgern. Wir mögen uns und ich freue mich, dass sie da sind. Aber es war ja lange nicht klar. Die sind de facto abgestiegen. Und dann wird eben Kassel nicht Meister in der zweiten Liga. Und sie haben die Chance, ja, dann ich kann keiner aufsteigen. Es bleiben wir doch drin.
Natürlich Riesenprobleme in der Kaderplanung etc. pp. Das wird sich alles noch zeigen, was das wieder für Auswirkungen hatte für die bevorstehende Saison, sportlich wie auch wirtschaftlich. Und das ist mein Thema, einfach mal zu erklären, es ist de facto kein Auf- und Abstieg. Und deswegen bin ich dagegen und werde da auch mich nicht mundtot machen lassen, auch wenn viele Kollegen sagen, halt da endlich mal die Klappe und spreche nicht dauernd über diesen Auf- und Abstieg und sei nicht immer dagegen. Ich bin dagegen und ich bleibe dagegen. Im Übrigen denken wir da alle in Nürnberg so. Und es gibt Kollegen, die denken da genauso drüber, die machen bloß den Mund nicht so auf. Aber das ist mein Thema. Ich hoffe, dass 2026 es dann in den Folgesaisons wieder eine geschlossene Liga ist, dass Traditionsvereine eben nicht in der, wir könnten zum Beispiel in der zweiten Liga, machen wir uns nichts vor, wahrscheinlich nicht überleben. Uns fehlt ja jetzt schon von den ganzen Milliardenunternehmen der Metropolregion oder den neunstelligen Umsatzunternehmen der Metropolregion die Unterstützung. Es interessiert sich, also ihr werdet es genauso nachvollziehen können beim 1. FC Nürnberg. Wir haben ja eine sehr reiche Region. Wir haben finanzstarke Unternehmen. Aber da kommt am Ende nicht viel rüber beim Profisport. Zumindest nicht bei den Ice Tigers, aber da ist es bei den anderen Sportarten sicherlich nicht anders, dass man sich meist die Zähne ausbeißt. Da geht es ja oft um Summen, die uns unglaublich helfen würden. Diese Zahl würden diese Unternehmen in der Bilanz suchen müssen, wenn sie uns die überweisen. Aber da beißen wir uns die Zähne aus und ich hoffe, dass da auch mal ein Umdenken in der Metropolregion kommt, in der Stadt kommt. Und insofern, zweite Liga, wenn in der ersten Liga schon die Unterstützung erfahren, dann werden wir sie in der zweiten Liga schon gar nicht erfahren. Also mit den Kosten für eine Halle, die ja roundabout die drittteuerste Halle in der Liga ist, das sind ja immer die Vorzeichen, die du auch angesprochen hast mit St. Pauli. Auch bei uns sind es ja tatsächlich 14 verschiedene Parameter. Jeder hat ein anderes Gleichgewicht mit Sponsoring, Ticketing, Merchandising, Einnahmen, VIP-Vermarktung etc. pp. Also jeder muss da anders handeln. Bei manchen ist der Sponsoringanteil bei 50%, bei uns ist er bei knapp 75%. Es ist einfach ein ganz anderes Fundament. Und das wäre auch sowas, steigen wir ab, ist meines Erachtens, wenn du nicht sofort wieder aufsteigst, und das ist ein Problem natürlich, wenn du das sportlich auch zu schaffen, dann ist halt der Standort, der Eishockey-Standort Nürnberg, erstmal für eine lange Zeit tot. Und das will, gehe ich von aus, kein Fan, kein Unterstützer des Sports, keine Stadt und ich erst recht nicht. Deswegen. Also ich würde sagen, ein Plädoyer für die Abschaffung der Abstiegsregelung. Ja. Abstieg, habe ich schon oft gehalten. ich sag mal, ist auch der sportliche Reiz trotzdem, Aufstieg, Abstieg, Relegation. Bringt uns dagegen plädieren. Also ich kann ja das, was Wolfgang hier erzählt hat, gut nachvollziehen aus seiner Sicht, aber für mich ist es ein Teil der Amerikanisierung des Profisports. Ich bin dann schon jemand, der als Fan zumindest davon lebt, dass es sowas geben kann wie Auf- und Abstieg. Würde es das nicht geben, würde ich mich sehr, sehr schwer tun, zum 1. FC Nürnberg ins Stadion zu gehen gegen hochattraktive Gegner. Sandhausen ist schon mal angeklungen. Es gibt ein paar andere, die mich ehrlich gesagt null interessieren. Da gehe ich nur deshalb hin, weil ich irgendwann am Ende des Tages die Hoffnung habe, dass dieser Club mal wieder in der ersten Liga spielt. Also für mich wird so ein bisschen Idealismus rausnehmen. Das ist ein romantischer Gedanke, gebe ich zu. Aber deswegen würde ich mir schon wünschen, dass es am Ende sowas wie ein Auf- und Abstieg noch vielleicht in einer dosierten Form, ich kann die Argumente gut nachvollziehen, gibt. Und im Fußball, das vielleicht abschließend und überleitend an Sie, Herr Gretlein, kann ich es mir gar nicht vorstellen. Nein. Auch wenn Sie dann Erlebnisse wie in der Relegation nicht gehabt hätten. Natürlich habe ich so Blut und Wasser geschwitzt. Ja, und für uns wäre jetzt ein Abstieg in die dritte Liga wäre natürlich auch, sagen wir mal, existenzgefährdend, jedenfalls mit sehr viel Risiken behaftet. Ich glaube trotzdem, dass der sportliche Wettbewerb ligaübergreifend eine Rolle spielt. Also ich würde auch nicht dafür plädieren, dass man hier Closed Shops macht. Man müsste vielleicht überlegen, wie die Brüche tatsächlich sind. Also was passiert eben, wenn jemand von der zweiten in die dritte Liga oder von der ersten in die zweite Liga absteigt? Von der ersten in die zweite ist es ein bisschen besser gelöst, also man fällt dann nicht sofort in das ganz tiefe Loch. Von der zweiten in die dritte Liga ist ja auch nicht mehr DFL, sondern wäre dann DFB, wäre also ein ganz anderer, wenn man so will, Organisator oder Veranstalter oder Betreiber. Aber dass man hier
andere Modalitäten schafft, was die finanzielle Ausstattung anbelangt. Da würde ich auch dafür plädieren, dass, aber ich denke, Abstieg gehört zum Wettbewerb. Ja? So schlimm das ist, und wie gesagt, ich habe selber eben in Ingolstadt Blut und Wasser geschwitzt, und es wäre für uns dramatisch gewesen, wenn das passiert wäre. Vielleicht ähnlich wie für dich, wenn du in die zweite Liga abgestiegen wärst. Trotzdem glaube ich, dass das eben zu dem Sport gehört. Ja? Und im Fußball haben wir ja eine große Durchgängigkeit von den Kreisklassen über die Landesligen. Und auch da leben die von dem Kampf um den Aufstieg und um den Abstieg. Und hier ein Closed Shop, ich würde so sehen wie Sie, das würde die Amerikanisierung bedeuten. Und obwohl ich dafür vielleicht in meinen Lebzeiten noch gestraft werde, würde ich sagen, ich plädiere jedenfalls dafür, dass man das beibehält. Wir steigen ja auf, Herr Gretlein. Ja. Nicht ab. Diesen Punkt wollte ich jetzt gerade kommen, bevor wir das Thema von Herrn Gretlein machen. Warum wird es diese Saison besser beim 1. FC Nürnberg? Viele haben sich ja gewundert, dass keine Konsequenzen gezogen wurden. Also Dieter Hecking ist da, Olaf Reppe, der Trainer, wurde dann auch natürlich ausgesucht. Was stimmt Sie positiv, dass es nicht mehr so eine Zittersaison wird? Ja, ich weiß ja, dass wenn es schlecht läuft, werden immer sofort Köpfe gefordert. In dem Fall wäre das der Kopf von Herrn Hecking und von Herrn Reppe gewesen. Wir hatten am Ende der Saison eine sehr intensive Aufsichtsratssitzung. Ich glaube, die hat insgesamt 6,5 Stunden gedauert. Wir haben eine Analyse vom sportlichen Bereich bekommen. Das waren über 40 Seiten. Wegen der vielen Verletzten gab es auch noch von den Medizinern ein extra Papier dazu, wie wir das, das waren auch nochmal 5 oder 6 Seiten. Wir haben das alles intensiv diskutiert. Wir waren der Meinung, dass man die richtigen Lehren aus diesem schlechten Abschneiden gezogen hat. Und alles wieder jetzt auf links zu bürsten, das, glaube ich, hätte so viel Unruhe gebracht, dass wir wieder in einer schwierigen Umbruchssituation gewesen wären. Und dass wir eigentlich glauben, die Entwicklung, die wir uns erhofft hatten, dass wir die jetzt mit einiger Verzögerung eben doch noch erleben werden. Und auch der Plan, den Herrn Fjell zum Trainer zu machen, das stand schon relativ früh fest. Also es war aus meiner Sicht auch eine ganz gute Konstruktion, ihn zum Co-Trainer zu machen und dann die Verantwortung zu übergeben. Und wir haben ja gesehen, dass er in der U23 einen schönen Fußball hat spielen lassen. Das hoffen wir, dass das jetzt in der ersten Mannschaft auch gelingt. Und wir glauben, dass Kontinuität zwar vielleicht nicht immer das Allheilmittel ist, aber das ist im Prinzip schon etwas, was man anstreben sollte. Und wenn die Personen glaubhaft versichern, dass sie ihre Lehren gezogen haben, man sieht jetzt auch aus der Kaderzusammenstellung, dass bestimmte Regeln, die man sich auferlegt hat, wie zum Beispiel möglichst nur deutsche Spieler zu nehmen, dass man die aufgebrochen hat, dass man auch die Schwachstellen im Kader erkannt hat und versucht hat, jetzt zu beheben bei eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten. Insofern war für uns dann das klar, dass wir weitermachen wollen mit den Personen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, Herr Gretlein, seit 2014 im Aufsichtsrat und Vorsitzender. Wie viele Trainer hatten Sie? Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich in 9 Jahren also mit allen. Also auch mit den kleinen Interims, waren es vielleicht 9, ne? 14. Oh. Also da sieht man, das Thema Kontinuität im Sport ist schon ein wichtiges Thema, aber das ist nur so ein Side-Fact. Aber da haben Sie dann diese 2 Spieltagstrainer, auch, Wiesinger und so, auch dabei. Okay. Also ja, komplett. Ja. Also wenn man die abzieht, kommt man vielleicht auf die 9, aber auch das ist eine beachtliche Zahl, die im Eishockey noch nicht erreicht hat. Wobei ich erkläre, dass bis auf einen Fall der Aufsichtsrat den Trainer nicht auswählt. Ne? Deswegen. Es ist oder klar. Ausgewählt haben wir auch nicht, sondern Aber man kann auch sagen, man hat manchmal den Eindruck, wenn es beim Club nicht läuft, ist sowieso der Aufsichtsrat irgendwie immer schuld, weil der wird immer mitkritisiert. Aber Herr Gretlein, wir wollen zu Ihrem Thema kommen, was Sie mitgebracht haben. Ja, mein Thema ist, weil ich auch von Ihren Kollegen immer wieder mal sozusagen ein bisschen klagen höre, ja, dass das mit dem Sportjournalismus immer schwieriger wird. Und es ist vielleicht jetzt ein ungewöhnliches Thema, aber ich habe gemerkt, wenn 2 Journalisten da sind. Ich wollte eigentlich sagen, zum einen über die gesellschaftliche Bedeutung vom Sport, das haben wir schon ein bisschen angeschnitten, wie wichtig ist der Sport in der Stadt und welche Rolle spielt da der Sportjournalismus? Ich habe gestern eben gelesen, dass die New York Times, ich weiß nicht, ob Sie es auch wahrgenommen haben, die New York Times hat sozusagen die Sportredaktion geschlossen, die machen keinen Sportjournalismus mehr.
Gut, Ergebnisse zu transportieren, das ist auch nicht mehr nötig. Ja, das verstehe ich. Ja, das, als ich ein Bub war, war Montag die NZ damals voll mit allen Ergebnissen bis in die unterste Liga. Das kriegt man heute natürlich online, dafür brauche ich ja Zeitung nicht mehr. Aber auch wenn das vielleicht selbst im Verein bei mir nicht ganz so gesehen wird, ich halte einen kritischen Sportjournalismus für wichtig, weil wir dieses Korrektiv auch im Sport brauchen. Wir brauchen es in der Politik natürlich sowieso, aber wir brauchen auch im Sport natürlich etwas, was uns von außen betrachtet. Und alle Fußballvereine, ich weiß gar nicht so sehr, wie es bei euch ist, die haben natürlich medial ungemein aufgerüstet. Das heißt, wir haben eine große Medienabteilung. Wir bedienen alle sozialen Medien. Wir produzieren auch Videos etc. Das ist wichtig. Das finde ich auch richtig, dass wir das machen. Aber eben weil das sozusagen so stark zugelegt hat, würde ich eben ein Plädoyer dafür halten, wir brauchen auch Leute von außen, die uns manchmal nerven, ja, um es mal zuzuspitzen. Und es ist nicht immer angenehm, aber es ist wichtig. Aber das ist ein guter Punkt, weil das ist eigentlich genau mein Thema. Der Fußball lässt sich ja manchmal nicht nerven und sperrt die Journalisten lieber aus. Also das ist schon ein großer Punkt, dass kritischer Journalismus da zum großen Teil, weiß ich nicht, ob es nicht mehr gewollt ist, oder ob man sagt, man schottet sich lieber ab. Vergleich, wenn ich... Da müssen Sie einfach über die Straße zu den Ice Tigers kommen. Da wird keiner ausgesperrt. Also ich wollte gerade sagen... Ich kann mich wirklich aussperrt. Ich glaube ich auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass wir die Ice Tigers mal in der Champions League gespielt haben. Ja. Danach war Open Locker Room nach dem Spiel. Wäre im Fußball undenkbar, dass man nach einer Champions League Partie, ihr habt verloren, ja, in die Kabine geht und die Spieler unmittelbar nach dem Spiel interviewen darf. Also im Fußball ein absolutes No-Go. Und das ist eben mein Thema. Warum hat der Fußball Angst? Also vielleicht eines noch zwischen... In die Kabine, das finde ich jetzt wirklich. In die Kabine. Ich fand es auch befremdlich. Das, aber ehrlich, das sollte heilig sein. Ja. Ich fürchte, dass das nicht mehr lange so sein wird, sondern dass die Fernsehanstalten Rechte bekommen, jedenfalls auch in die Kabine zu gehen. Das wird dann sicherlich nicht die ganze Zeit sein, aber das würde ich jetzt schon sagen, es muss ja auch Taburäume geben und die Kabine gehört für mich dazu. Und ob der Journalismus dann sozusagen Kritikpotenzial hat, wenn er die Anforderungsrufe vorm Spiel mitbekommt oder wenn er die Beschimpfungen nach dem Spiel, weil sie verloren haben, mitbekommt, das weiß ich nicht. Also immer wieder bei der Amerikanisierung, ja, da ist es ja ganz gäbe, dass die Journalisten in die Kabine gehen danach, ja, insofern. Das finde ich, also das muss nicht sein, das ist auch für mich kein Indikator, das ist ja kritische Journalismus. Aber die Superstars halten das auch aus. Wir brauchen das gar nicht als Medium. Genau. Also ich habe erstmal eine gute Nachricht, wir schließen nicht die Sportredaktion. Wir haben sogar eine sehr, sehr große Sportredaktion. Allein drei Kollegen kümmern sich nicht ausschließlich, aber doch sehr intensiv um den ersten FC Nürnberg. Ich halte es auch für sehr relevant. Sie machen uns das Leben tatsächlich sehr schwer. Da bin ich beim Philipp, was so die Regularien anbelangt, wann wer wo sein darf, ist im Profifußball aus meiner Sicht an der Grenze des Zumutbaren. Da bin ich ein sehr, sehr kritischer Geist und würde mir auch wünschen, dass man da mal umdenkt in den Vereins Öffentlichkeitsabteilungen, aber wir begreifen es als Ansporn und versuchen uns anderswo Informationen herzuholen, um eben kritisch dran zu bleiben. Und wenn wir Trainer und Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzende interviewen, dann tun wir das auch mit einer kritischen Distanz. Und aus meiner Sicht, das haben Sie sehr schön formuliert, Herr Gretlein, kommt genau das raus, was rauskommen muss, ein Mehrwert für die Menschen, die lesen, die eben dann nicht den Mainstream der PR-Abteilung des Vereins kriegen. Die muss es geben, das kann ich nachvollziehen, aber uns gibt es auch, wir haben ein Publikum und gerade bei dem Thema, das kann man ja messen und tracken, was Online-Zugriffe anbelangt, als der FC Nürnberg, kann man schon sagen, dass die Nachfrage eine enorme ist. Übrigens auch beim Eishockey, da haben wir einen Experten, der sich um die Ice Tigers vor allem kümmert, der mit dem Blog, den er sozusagen hintergründig angelegt hat, auch eine große Community hat. Also ich denke, Sportjournalismus hat eine große Zukunft. Er wird weggehen von dem Rasenviereck oder von der Eishalle. Er wird es drumherum beleuchten. Da gibt es viel, was man sehr kritisch anschauen kann. Wäre mir übrigens auch mein Thema, wenn ich darauf zu sprechen kommen darf. Mich würde interessieren, wie es ein Verein, ein Profiverein, im Umgang mit den Fans hält. Sie haben ja ein paar schwierige Fans, ich nenne jetzt mal die Ultras, als eine Riesengruppierung.
die viel Gutes tut, Choreografien macht, die sensationell sind, aber natürlich auch manchmal Mitspracherechte reklamiert. Wo ist die Grenze? Wo sagt der Vereinsoberboss, der Aufsichtsratsvorsitzende, hier ist Schicht im Schacht? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Fans dann doch so einen Verein so ein bisschen im Griff haben. Also wie ist da Ihre Sicht? Und wie ist deine, Wolfgang? Zunächst mal muss man natürlich sagen, die Fans insgesamt sind uns wichtig. Die Ultras sind da eine nicht unwichtige Gruppierung, die zum einen sich lautstark im Stadion bemerkbar machen, auch lautstark außerhalb des Stadions sich bemerkbar machen. Doch diese Lautstärke verzerrt sich manchmal ein bisschen, sagen wir mal, das Gewicht, das sie insgesamt in der Fanszene haben. Wir wissen nicht genau, wie viele Mitglieder die haben, aber jedenfalls werden sie, sagen wir mal, nur einen kleinen Bruchteil der Stadionbesucher ausmachen. Akustisch sind sie aber sicherlich die präsentesten. Es ist natürlich wichtig, dass man mit denen im Dialog bleibt, dass man versucht zu verstehen, was sie eigentlich wollen. Aber direkte Mitsprache können sie nur über ihre Mitgliederrechte ausüben. Und da würde ich eben auch dann die Grenze ziehen wollen. Ich würde sagen, man kann sich das anhören, so wie wir auch für den OFCN-Vertretern, also den offiziellen Fanclub-Vertretern, regelmäßige Gespräche haben. Es gibt auch einen Fanbeirat, in dem die vertreten sind, wo die Probleme, die Fans haben, die Wünsche, die Fans haben, an uns herangetragen werden. Manche kann man erfüllen, manche kann man auch nicht erfüllen. Also der Dialog mit den Fans ist wichtig, aber man muss eben sagen, man muss trennen. Der Fan als solcher hat nur dann ein Mitspracherecht, wenn er Mitglied ist. Und als Mitglied kann er seine Mitgliederrechte ausüben. Und so würde ich auch die Grenze ziehen. Der Fan ist wichtig und der Dialog ist wichtig, sehe ich genauso. Und ich führe den Dialog tatsächlich auch oft. Man muss aber auch klarstellen, dass wenn ich mich mit 5 Fans unterhalte, habe ich 6 Meinungen. Man kann nicht immer auf jeden hören und das funktioniert nicht. Ultraszene ist bei uns de facto nicht vorhanden, auch wenn wir einige haben, die meinen, Ultras zu sein und sicherlich auch vom 1. FC Nürnberg ein paar zu uns rüberkommen und bei uns, nennen wir es, Stimmung machen. Aber die ist nicht groß. Aber der Umgang mit den Fans ist eben in allen Belangen wichtig. Zum einen ist es natürlich ein großer Anteil an den Einnahmen. Die Fans müssen glücklich sein, die müssen zuhauf kommen, die müssen sich wohlfühlen. Ich muss ihnen was bieten, Brot und Spiele. Sie müssen unterhalten werden. Sie geben ein bereits versteuertes Geld für uns ja auch wieder aus. Und es ist deren Freizeit, es ist deren Geld. Und wir wollen ihnen dafür das Bestmögliche natürlich bieten. Und am Ende auch hinsichtlich der Sponsoren und der ganzen Haupttribüne wichtig, weil die Sponsoren unterstützen natürlich auch nur eine emotional aufgeladene Sportart und eine emotional aufgeladene Halle. Wenn ich sage, ich habe zwar, es gibt Kollegen in der Liga, da ist ein Milliardenunternehmen im Hintergrund, die zahlen alles, aber es kommt halt keiner ins Stadion. Jetzt ist es anscheinend dem Unternehmen egal. Wenn du aber natürlich viele Fans hast, die diese Emotionen, oder viele Sponsoren hast, die die Emotionen ja auch mitleben. Das sind ja auch dann Fans oder werden zu Fans. Auch das gibt es natürlich, wenn man Unterstützer hat, die das erste Jahr beim Eishockey sind und das erste Jahr die Ice Tigers sponsoren. Und die werden dann auf einmal zu Fans. Ich finde es immer klasse, das zu sehen, wie die Leidenschaft auf einmal wächst und wie er am Anfang sagt, naja, ich unterstütze das gerne, aber ich komme nur so zu 10, 15 Spielen und am Ende sind es dann doch bei 26 Heimspielen da. Finde ich sensationell und die sehen ja auch diese Emotionen. Also da muss ich auch wieder mit den Fans logischerweise arbeiten, eine Wertschätzung für die Fans, dass es immer eine gute Stimmung gibt, dass sie die Jungs aber auch auf dem Feld, so als auch auf dem Eis, auf dem Rasen, als auch auf dem Eis, bis zur letzten Minute unterstützen und das gibt was. Und ich spreche da immer wieder mit Spielern. Also macht das wirklich was aus? Natürlich macht es was aus. Wenn ich 3-1 hin bin im Eishockey, ist er 1-3 nichts. Da kann ich natürlich nur in einem Ausgleich und in der Verlängerung, wenn nicht sogar 4-3 gewinnen. Und wenn ich dann die Unterstützung natürlich eine Lautstärke habe und nicht gähnendes Stadion oder die Leute gehen heim, das ist auch wieder amerikanisiert, die gehen lieber heim, wenn es 1-5 steht, 10 Minuten vor Spielende. Und das macht es so viel aus und da ist der Dialog mit den Fans auch wichtig. Und jeder Fan kann auch zu mir, zu meinen Mitarbeitern kommen und wir können uns unterhalten. Und wir sind auch immer offen für Kritik und manchmal gibt es natürlich auch Diskussionen und es ist völlig in Ordnung. In die Diskussion gehen wir auch gerne, also oder in den Dialog. Und der ist natürlich wichtig. Wenn ich das noch kurz anmerken darf, die Fan, also wir haben ja mit vielen potenziellen Interessenten, was das Stadion anbelangt und
wir haben auch mit den Fans sehr intensiv gesprochen und viele Ideen der Fans sind in diese Planungen mit eingeflossen. Also viele zum Stehplätze Beispiel, beispielsweise. Viele Stehplätze, dann was die Fans gefordert haben, was ich wirklich toll finde, ist rundherum Rollstuhlplätze, also nicht nur auf der Haupttribüne ein paar, sondern sozusagen die Behindertenplätze sollen das ganze Stadion umgreifen. Was mir auch gefallen hat, die haben gesagt, die gegnerischen Fans sollen sich bei uns wohlfühlen. Also wenn sie in München sind, dann sind unsere Fans sozusagen im letzten Eck ganz oben, ja, und können sich akustisch auch kaum bemerkbar machen. Die Fans müssen sich da ja wohlfühlen. Das ist, ist ja deren Heimat dann auch, so wie es auch unsere Heimat ist. Und natürlich sprechen wir mit denen. Aber ich würde eben immer sagen, Vereinspolitik im engeren Sinn ist eben Sache der Mitglieder. Und dafür gibt es dann die Jahreshauptversammlung und die Möglichkeiten, die Mitglieder haben. Herr Gretlein, Mitgliederversammlung, Sie haben es angesprochen. Es gab eine Initiative, glaube ich, auch von den Ultras, dass man Sie ablösen will und Raphael Schäfer installieren will. Sind Sie da auch in den Austausch gegangen? Sehen Sie es entspannt, weil der Aufsichtsratsvorsitzende wird ja nicht von den Mitgliedern gewählt, sondern vom Aufsichtsrat. Wie ist da das Vorgehen? Ist man auch vielleicht enttäuscht, wenn man mit sowas konfrontiert ist? Nein, auch das würde ich jetzt sagen, da braucht man jetzt nicht enttäuscht sein. Erstens ist es noch eine Weile hin bis zur Mitgliederversammlung. Zweitens, das ist eine offene Wahl. Wer gewählt wird, wird also drei Positionen stehen zur Verfügung, unter anderem ich. Ob ich wieder kandidiere, muss ich mir überlegen. Aber es werden drei Kandidaten in das Gremium gewählt werden und das Gremium wird dann den Vorsitzenden wählen. Und deswegen ist diese Diskussion aus meiner Sicht sozusagen eine verfehlte, weil die Entscheider darüber, die sitzen im Moment woanders. Und man wird dann sehen, wie das Gremium sich dann im November zusammensetzen wird. Dann möchte ich zum Schluss kommen. Ich habe gesagt, erste Meisterschaft. Ihr habt den Kader jetzt beisammen. Irgendwann. Ja. Also irgendwann vielleicht. Ich kann ja Trainer Tom Rowe noch mal zitieren. Ja, aber das hat der Tom Rowe gesagt. Egal. Trainer gesagt. Aber ich möchte gar nicht auf die Meisterschaft hinaus. Trainer sagt etwas anderes, als mein Sportdirektor und ich sage. Okay, darauf möchte ich mich gar nicht oder hinaus. Ihr startet jetzt in die Vorbereitung. Welche Saison erwartest du? Ihr habt auch Kritik einstecken müssen, dass zu jung, zu unbekannt, aber... Ich habe so rausgehört, man kann halt auch nur das Geld ausgeben, das man hat. Wenn derjenige, der das kritisiert, natürlich den Geldbeutel auspacken würde und uns das Geld geben könnte für Stürmer, die in anderen Standorten verpflichtet werden, wo wir gar nicht mitbieten können, dann können wir darüber reden. Aber ansonsten muss man tatsächlich mit dem Budget einfach leben. Ich habe es vorhin angesprochen, es gibt verschiedene Vorzeichen in allen Standorten. Wir sind Standort, wir haben unfassbar viele Kosten um den Spielbetrieb herum. Das liegt am Standort Nürnberg, ist so. Da gibt es Finanzamtgeschichten, die werden in anderen Standorten einfach anders behandelt. Lohn, Abrechnungen etc. pp. Wollen wir nicht ins Detail gehen, aber das macht sechsstellige Summen aus. Und das heißt, am Ende muss ich aber mit dem leben, was ich habe. Und ich habe auch immer gesagt, ich gebe keinen Cent mehr aus, als ich kann, weil macht gar keinen Sinn, logischerweise. Ich kann es nicht. Es war vor 20 Jahren, war das Alltag, dass dann die ganzen Mannschaften jedes Jahr insolvent, bankrott waren, wieder raus aus der Liga, zu viel Geld ausgegeben, das sie nicht hatten. Insofern, wir haben nur das, was wir haben. Wir sind, ich würde sagen, budgettechnisch im unteren Drittel der Liga. Dafür standen wir eigentlich ganz gut da. Im letzten Jahr auch wieder, wenn ich den Vergleich eben zu Berlin ziehe, die in den Top 3 dieser Liga sind und Berlin einfach hinter uns war. Das ist halt so. Und wenn ich sportlich dann mit der Expertise unseres Sportdirektors Stefan Ustorf, den ich unbedingt in Nürnberg auch halten will, wenn wir da natürlich auch mit einem kleinen Budget mitspielen können und zumindest in der ersten Playoff-Runde mal mitspielen können, vielleicht jetzt einen nächsten Step ins Viertelfinale schaffen, wenn ich weiß, wir müssen Ausländer, die sich beweisen und von finanzstärkeren Clubs abgeworben werden, wenn ich wieder neue Ausländer verpflichten muss, natürlich mit einem kleineren Budget. Und ich kann mich auf Stefan Ustorf verlassen, dass es ein schlagkräftiger Spieler ist, der dem Team hilft, der den Ice Tigers hilft. Dann habe ich da jetzt wenig Angst und das ist unser Ziel. Wir kämpfen tatsächlich. Das ist seit 6 Jahren nur ein Kampf. Aber
Aber ein Kampf, der sich auch lohnt und herausfordernd ist. Jetzt haben wir viel geredet. Ich sage vielen Dank für die angenehme Diskussion, für die ausgiebige Runde. Ich glaube, es ist Zeit zum Anstoßen. Wir sagen noch Tschüss und Servus. Das war der Talk im Mautkeller für heute. Danke. Sportlicher Stammtisch. Tschüss. Servus. Prost.